Ich bin der Lukas, ich übertrage Sea of Thieves auf Mixer. Und dann merke ich, meine Übertragung ist ja zu. So. Ja, das merke ich sofort. Ich habe ja den Chat offen. Schreibt doch eh keiner. Da ist gar nichts. Ja, und wenn die da ist, dann wollte ich nicht auf mein Handy gucken. Wenn sie da ist. Ja, wenn. Du siehst doch die eh nur am Rumjaulen. Ja, so wie du. Ich muss mein Kajal ist verschmiert. Ich muss mich schminken. Hm? Oh nee. Wenn ich euch beiden zugucke, dann muss ich ja auch am Rechner gehen. Ich will aber nicht aufstehen. Ich möchte im Bett bleiben. Warum lädt er eigentlich schon wieder so lange? Steht was von komisches Buch in der Taverne, wo der Fremde ist, mit in Gold. Seemanns Garnbuch. Hast du dein Audio geändert? Jaha. Oh Gott. Ja doch. Nicht, dass es dir wie mir geht bei der Endinner-Runde, wo ich kein Audio anhab. Ich den Raff gemacht habe. Ich bin da. Wo ist denn das Buch? Was hat's denn damit auf sich? Larissa? Larissa? Okay. So, bist du schon da? Luca, bist du schon da? Nein! Na, dann geh ich aufs Schiff gucken. Was los ist. Ich bin voll für die Xbox One X ausgerichtet, ja, jetzt möchte. Acht Bananen haben wir. Wow, alles weg. Holzfass 15. Ja. Denke wow. Schon, dass es nicht mehr da ist. 90 hier voll, alles zusammen. Erstmal ein Trinken. Kann es ja mal goggeln. Warum rülpst du? Wow, sehr. Sehr richtig low. Wir sind auch irgendwo komplett woanders. An einem ganz anderen Außenposten. Bist du bei einem ganz anderen Außenposten? Warst du da bei dir ein Schiff? Ja. Hör doch mal wir. Zu, ey. Hauptsache, du beschwerst dich immer darüber, dass Raff nicht zuhört, ey. Was? Was? Da bist du ja. Ja, keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Auftrag suchen, oder? Hallo, Kauffrau Mac. What's up, Captain? Schatz, sollen wir Schatzsuche machen? Aber wir sind doch wenigstens noch Schatzlevel haben wir doch noch, oder? Hoffe ich doch. Ah, guck mal, die heißt Scarlett hier. Ja oh, ein Screenshot. Kann ich das, wenn ich übertrage? Ja. Ich kann ja auch einfach Foto. Ja, Screenshot machen. Auf Frau Mac. Mal gucken, Handelsbund, ob wir das behalten haben. Ja, Level 6 haben wir behalten. Müsste ja auch irgendwo der Typ mit den Schatztruhen sein. Ja, genau hier.
dann hole ich einfach hier. What have we here? Was vom Schatzsammler, ne? Schatz suchen. Ja. Bei mir sind es noch die Gratis-Dinger. Und du bist zu Level 10 oder hast du auch, du hast doch auch Level 10, oder? Oder was wir jetzt haben? Ich bin Seefahrer 8. Ja, genau, Goldräuber 8. Ja, wie gesagt, bei mir sind noch die Gratis-Dinger da. Vielleicht weil du die Mission immer gekauft hast. Na, weil ich habe aber oben auch für 100 das freigeschaltet. Das hast du dann oben noch nicht freigeschaltet, oder? Förderung. What is it? Und? Be brief, ja, then be gone. Ja, ich habe jetzt drei Schatzdinger gekauft. Für 20 jeweils. Hab die jetzt einfach hier aufs Tisch, auf dem Tisch eh, ne? Das wäre Tatsache, ich muss hier noch was kaufen, ne? Ich könnte mir jetzt eine Schaufel des lausigen Sammlers holen. Ja, genau, das ist die goldene 700. Ja, die kosten jetzt bei mir 20, die Dinger, die ich habe. Also. Genau, habe ich auch. Okay. Ich habe jetzt drei geholt. Jo, alles klar. Was ist das denn da für ein Licht? Nordlicht bestimmt. Ja, es sieht... Nordlichter sehen anders aus. Die kommen nicht aus dem Boden heraus. So. The Devil's Roar, The Wilds. Wir sind wirklich ganz woanders. Ja. Der Karte ist auch so ein komischer... Jetzt. Komischer roter Totenkopf auf der Karte. Aber wir können doch wieder zurück segeln, ne? Ja, wir sehen jetzt dahin, wo wir hin müssen, laut Mission, ne? Ja gut, das ist klar. So, wo müssen wir da hin? Das hier ist es doch, ne? Ja, ist er doch, ja genau. Einfach noch sauf. Da licht ich mal den Anker. Du steuerst, dann mache ich die Segel. Achso, das Leben sind durch. Kommt von vorne, ne? Also, keine Ahnung, ich glaube, das beeinflusst das nicht wirklich doll. Fels. Welchen Kurs haben wir jetzt? Ja, nach Süden müssen wir. Ich muss aber erstmal hier mitfällen. Haben wir schon alles. Ich hab erkennt, ich habe jetzt gerade den Kompass in die Hand, ich bin gerade am Segel. Wir sind gerade Richtung Westen, weil wir den Felsen da umsteuern mussten, aber ich drehe jetzt ein auf Süden. Ein bisschen zurück dann Richtung Osten wieder. Ich glaube, da vorne ist es schon direkt. Ja, mal kurz gucken. Ja, ja, es ist die. Was halt die jetzt rechts von uns ist. Ich gehe rechts von uns. Müssen wir sehen. Hier vor uns. Komm, spielt ja nichts. Ja, bisschen nach rechts müsste jetzt.
mal, da leuchtet was. Ja. Ich geh mal gucken, was das ist. Jo. Meerjungfrau und Saphir. Ach nice, der hat glaube ich die Kohle gegeben. Habe ich gerade so ein... Ja, habe ich gerade so ein... Skelett geklaut. Was auf mich zu? Ja, ich wollte nur gucken, ob ich es richtig. Ach, du hast die Truhe schön, guck. Ist noch ausgebuddelt oder was? Ne. Ich muss mich jetzt erstmal um das Skelett kümmern. Guck mal, was hier noch so ist. Ja, wir dürfen wieder Vorräte sammeln, wa? Ja, Kanonenkugel und so ein Egel. Ist das so nah? Natürlich blöd, dass die Vorräte, das finde ich jetzt auch kacke. Ja, das ist echt schade. Oder wie würde Franz sagen? Dicke, jetzt habe ich ganze Runde Vorräte und an der letzten Kurve ist alles weg. Ich darf den ganzen Scheiß aber von vorne machen. Mhm. Oh, hier ist ein kleines Boot, wo eine Harpune dran ist. Weißt du, was ich da probiere? Ob ich die... Okay, du machst jetzt unser Boot kaputt. Nee, ob ich das ans Boot anschießen kann. Okay, dann mach ich nicht. Hier sind noch Tomaten, die kann ich nicht mitnehmen. Ich habe noch einen anderen Wurm gefunden, mit dem kann man bestimmt... Bist du schon auf dem Schiff? Ja, ich habe die Kiste schon mal direkt hochgebracht. Ich komme jetzt auch nochmal zurück, um noch ein paar mehr Vorräte zu holen. Da waren eigentlich nur noch die Elektriste, da haben wir noch nicht was gesehen. Wenn du vom Schiff aus nach links gehst. Eine Tomate habe ich noch gefunden. Was hast du gefunden? Eine Tomorde. Die Tomorde nicht ehrt. Hast du, musst du dir das Piratenlied mal anhören? Die Piraten. Ja. Es kommt immer. Gesundheit. Ja, also. Oh, mal gucken, wie wir jetzt hier wegkommen mit dem Boot, wa? Ja, easy. Mach mal die Messe, die doch die Segel auf Halbmast. Ja. Steuerrad habe ich ganz nach links gemacht. Jo, genau. Okay. Jetzt? Geht er sich ganz langsam, ja. Anker hoch. Ja, also hoffe ich. Glaube ich, dass er mal weiß, dass das gut gemacht ist. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie hier die Schiff-Engine ist. Aber da hat das auf jeden Fall geklappt. Da war man wendiger auf Halbmast. Beziehungsweise am wendigsten ist, wenn man die ganze hoch macht. Guck. Sieht doch gut aus. Achso, ich gehe mal kurz unter Deck und mach den nächsten Auftrag auf dem Tisch. Dann kannst du den ja. Jo. So, dann machen wir mal das. Annehmen und dann gucken, wo wir hin müssen. Jo, Moment, ich mach erstmal das Steuerrad wieder auf geradeaus, nicht, dass wir hier uns jetzt wieder in die Insel drehen. Jetzt fahren wir gleich in die Felsen. Vorbei. So, jetzt müssen wir geradeaus fahren. Gut, ich nehme kurz den Auftrag an.
So kann man doch souverän gelöst. Wie richtige Seefahrer. Okay, zwei Inseln diesmal. Ich guck direkt mal, wo die ist. Das ist drin. Viel Fels drum. Das ist sogar direkt die Insel, auf die wir losfahren. Also genau, einfach geradeaus bleiben. Schöner Wellengang gehört. Sag ich mal gezählt, wie viele Umdrehungen das man mit dem Steuer macht, bis das in der Mitte ist. Ich glaube, du kannst zwei Drehungen nach rechts und links jeweils machen. Der Felsen, ja. Ja, das ist hier rechts jetzt. Dreh noch ein bisschen nach links. Da sind jetzt kleinere Felsen. Mach ich. Mal hart, ja. Mach mal hart auch. Na los, mach. In den Schwarzen. Das ist ein Piratenspiel. Nein, Lukas ist der Kack. Ich bin jetzt noch am Stell. Das ist der Lukas. Hallo. Ja. Das geht jetzt aber ins Bett, machen Sie jetzt mal mir recht. Schon ganz viel gesehen im Zirkus. Guck mal, wir sammeln jetzt hier nur eine Kiste ein. Hier. Liefernotiz lesen, hier liegt eine Kiste mit Pflanzen. Ich habe gerade ein Schiff entdeckt. Larissa, hast du Mami gehört? Ich glaube, sie ist sogar noch ein zweites Schiff. Nee, Mami macht das jetzt alleine. Ich lese dir morgen vor, okay? Schlaf schön, ich liebe dich. Was kommt ein Schiff? Komm ich von uns zu? Nee, komm nicht auf uns zu, ich hab's aber entdeckt. Eins ist auf, ach Scheiße, ich hab gar keinen Kompass, ich muss den Kompass zu gucken. Moment. Das ist der Kompass, das ist der Kompass, nee, das ist der Eimer. Da. Eins ist auf Südosten und das andere ist auf Nordost, Richtung Nordost, hinter dem zweiten Steinberg verschwunden. Da war das hinter dem ersten sogar schon. Ah, guck mal kurz auf die Karte. Wo ist denn das? Das sind zwei sogar auf der auf dieser Felden Dings hier, wa? Ne, hier ist nur ein Schatz. Ah, nur eins. Aber wir haben da hab ich auf die falsche Karte geguckt. Okay, ja, ich geh schnell, dann geh ich schnell. Du kannst sie ja beobachten. Jo, ich geh mal auf den Aussichtspunkt. Halt nicht runter. Versuch es. Da auch nach einem großen Schiff, ehrlich gesagt, aus. Ja, Bullshit. Also das erste, was ich gesehen habe. Ah, da muss ich jetzt mal gucken. Mich hier kurz orientieren. Lädt doch mal hier. Maden gefunden. Warum isst du die? Ich hab die Kiste gefunden. Oh, ein Skelett. Ah, mit der Schrotze regle ich das hier. Also hier waren auch noch ein paar Vorräte, ein bisschen Nahrung.
So. Ja. Ruhe habe ich, gut. Jo. Können wir jetzt eigentlich zur nächsten Insel, ne? Soll ich mal suchen? Wenn du nicht noch Vorräte holen willst oder so, können wir es machen, ja. Schmorhütte, sag ich immer. Wenn wir noch die Truhe des Seefahrers haben wir hier ja auch noch. Wann haben wir die denn eingesammelt? Immer noch das letzte Ja, Mal das schon ist auf dem der Schiff, erste oder? Schatz, glaube ich, oder? Truhe des Seefahrers habe ich jetzt zweimal. Wir müssen Oh. ziemlich nach Westen. Okay. Hast du markiert? Ja, zwei Inseln nach Westen ist das. Ich mach mal die Markierung jetzt weg von der. Wo ist denn die Munitionskiste? Ich brauche Munition. Ich guck mal kurz, wo Fetchers Rest ist. Ach stimmt, hast du gerade eine Flaschenpost wieder gefunden, ne? Nee, so eine Kiste einfach mal gefunden. Hier mal Fetchers Rest auf der Karte. Da so eine Kiste mit Pflanzen. Kiste mit Pflanzen, genau. Kann man den Typen liefern. Aber warum nicht, wenn wir die gefunden haben? Jo, klar. Was denn näher, das, Du was musst bei aber. die Schatzsucherinsel oder die andere Insel? Also wir sind genau in der Mitte. Ah, okay. Ja, ich drehe gerade nach Westen, Ja, dann machen wir zuerst Westen. fahr nach Westen, ja. Oh. Wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen Nord oder Süd einschlagen. Weiter noch. Weiter rum. Ja, ich weiß, im Ja, Westen eher weiß ich, nach. aber sind wir auf der richtigen Höhe oder muss ich noch ein bisschen Dann müssen wir wieder ein bisschen nach Südwest Süden. oder alles klar, ein bisschen Südwest, alles klar. Das wollte ich schon. Ja, so ist gut. Schaff. Die Insel, die wir jetzt da vorne sehen, an der müssen wir noch vorbei und dann kommt die dahinter. Bisschen Speed geben hier. Aber man saust schon richtig hier über die Wellen, wenn die Segel voll anschlagen. Jetzt gucken, ob das noch richtig sind. So. Ja, genau, an dem bisschen mehr nach Westen jetzt einschlagen. Also eigentlich gerade nach Westen. An der Insel vorbei und dann direkt Westen. Diese großen Felsen da, das muss die Insel sein. Ja, wo kann ich denn am besten landen? Also ich habe die eben gesehen, ich glaube, da war nicht überall, wo man landen konnte, ne? Die Südseite, Westseite. Das wäre am klügsten. Oh. Ich sehe da gar nichts, wo man landen kann. Sieht alles Ja. felsig aus. War Und einfach von mal jetzt uns, von Westen. Bisschen weiter nach Nordwesten jetzt und dann. ansonsten mit der Kanonenkugel drauf feuern. Also uns drauf feuern. Ist aber gerade ab. Hier bergab. Ich mach mal das Segel auf Halbmast jetzt an. Boah, ist das für ein grünes Licht.
Ja, wir können auch hier an Land gehen, also wenn du links an dem großen Felsen da. Ich mach das Segel, das andere Segel noch. Hoch. Ah, müsst ihr nach rechts weiter? Ne, nach rechts kommst du vielleicht dazwischen. Ah ja, gut. Da kommen wir nicht dazwischen durch. Ne, schaffen wir nicht. Na gut, dann. Mhm. Vielleicht nach links weg. Ja, das ist links ist gut. Ja, war doch sehr professionell, oder? So, ich guck mal auf die Karte. Ich guck mal kurz die Gegend ab, hier irgendwo ein Schiff. Ja, hier ist sogar direkt ein Schiff. Auf links von uns. Also hinter dir. Das große da, ja. Ja. Oh, ich grad gesehen, ja. Mal im Auge behalten, das gerade die Typen. Was hat ein... Scheint auch ein Zwei, ja. Also ist auch ein Zweimaster. Ja. Okay, ich geh mal schnell gucken. Jo, dann halte ich das Thema wieder im Auge. Wie man immer so feuchtfröhlich ins Wasser springt und hier eigentlich überall heil sein könnte, ne? Ja. Stimmt, ich hätte mich ja mit der Kanonenkugel schießen können, fällt mir mal ein. Oh, egal. Ja, guck mal hier, die zweite Mission, die wir mittlerweile haben, da oben, diesen Text, da meinte ich. Das können wir gleich schon mal machen. Ja. Kann man auch machen. Oh, hier sind viele Hühner. Ach na toll, ich habe mein Dings gar nicht leer gemacht, mein Nahrungsinventar gar nicht. So. Ich sehe auch gerade, dass die ganzen Kanonen nicht geladen sind. Das mache ich jetzt einfach mal. Es kann auch sein, dass du dann dass du die Dings dann immer rausnimmst, wenn du die Kanone verlässt. Wenn du dich damit schießt, meinst du? Nee, wenn man das die von der Kanone wieder weggeht, dass du die Dings dann rausnehmen kann sein, hab ich den Eindruck. Hast du die Kanone eben schon mal geladen, rausmacht, oder? Nee, aber gestern ist mir das so richtig. Ich der Meinung, dass das so war. Typen schlagen nicht kurz zu uns ein. Und dann kann ich dann auch schnell versuchen, den zweiten Schatz zu holen. Hast du den ersten gefunden? Muss erstmal den einen. Nö. Vielleicht auch zu nah an der Brücke. Oder bin ich auf der falschen Seite von der Insel? Nee. Was ist das hier? Ah ja, jetzt habe ich sie. Hm. Ach, komm natürlich direkt. Skelette hier. Die Novaks. Guck mal, hier liegen so eine komischen roten Bahn. Ach ne, das kann man nichts machen. So ein Schrein ist das. Und explodieren, das ist was. Ja, na, andere. Was, da macht er echt Spatenstich. Schaffst du es? Nein. Nee, die Kiste des Kapitäns habe ich. Ich weiß nicht, also man könnte die Insel sicherlich noch erkunden und findet bestimmt irgendwo was. Das können wir gerne machen.
Ich bring erstmal fast die Kiste aufs Schiff. Ich bin auch gerade dabei. Wo ist unser Schiff? Da ist das Schiff. Die Lachsperl ist das. Die Lachsperl. Fällt mir der Name. Andererseits können wir den Scheiß doch jetzt zuerst mal wegbringen, oder? Wir haben gerade zu viel eigentlich. Oh, machen. Wir können auch noch die. Eine Dings haben wir noch, eine Mission. Wir können ja mal gucken, wo die Karte, wo das ist. Sunken Grove.